Guten Morgen, meine Lieben. Es ist Zeit fürs erste Lean in 15 Frühstück. Ich mache mir einen Bären-Bananen-Shake. Dafür brauchen wir 100 Gramm Haferflocken. Im Rezept stehen 75 Gramm, aber ich verwende keine Chiasamen, deshalb nehme ich 100 Gramm. Dann brauchen wir die Beeren. Sehr geschickt. Und, wow, nur Falsche. Jawohl. Falls ihr euch fragt, ob ich normalerweise mein Essen abwiege, selbstverständlich nicht. Außerdem eine Banane in Stücke gehackt, einfach in den Mixbecher und 250 Milliliter Wasser. Sehr gut, Stefan. Tipp für Anfänger, das Wasser zuerst reinschütten. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel das ist. Ich mache einfach mal. Gut, das wird gemixt und getrunken. Er verwendet auch Proteinpulver. Ich habe meine Meinung dazu im Anfangsvideo schon gesagt. Für jemand mit meinem Trainingspensum halte ich das für unnötig. Aber das dürft ihr dann für euch selbst entscheiden. Nach dem Mixen sieht das Ganze dann so aus und ich muss sagen, es schmeckt richtig gut. Das heißt, den Smoothie kann ich euch sehr empfehlen. Cheers! Das Gute ist, mit Vorbereitungszeit hat das Ganze jetzt 5 Minuten oder so gedauert. Das heißt, es geht extrem schnell und bietet sich da für alle an, die einen stressigen Morgen haben. Ihr habt durch die Beeren eine gute Menge an Vitaminen. Die Haferflocken liefern jede Menge Kohlenhydrate. Das heißt, ihr habt einen guten Start in den Tag. Natürlich solltet ihr, wenn ihr das Lean in 15 Programm einhaltet, davor trainieren, falls ihr Kohlenhydrate zu euch nehmt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Adios.